So, Freunde, es wird mal wieder Zeit für ein neues Let's Flash. Diesmal von The Fancy Pants Adventure World 3. Ich habe mal wieder 0, gar keine Ahnung, was mich hier bei diesem Spiel erwarten wird. Und ich habe auch keine Ahnung, ob man die ersten beiden Spiele gespielt haben muss, um hier den dritten Teil zu verstehen. Also drücken wir einfach mal auf Play Now. Es ist... Ah, erstmal noch eine Cutscene. Okay. Wir werden vom König gebraucht. Also, ja, gut. Wir können mit S aus dem Bett springen. Und wir können hier rausgehen. Auch mit S. Okay. Okay. Wir werden hier jetzt erstmal gedrillt. Ja, bevor wir hier zu unserem Adventure gelassen werden, müssen wir erstmal noch ein wenig Hindernisparcours überwinden und so weiter. Und müssen diese Dinger hier oben einsammeln. Hier wird uns erklärt, dass wir unterschiedliche Sprunghöhen haben. Hier, dass wir im Lauf springen können. Hier, dass wir uns ducken können. Achso, dass wir uns im Lauf ducken können, also in etwa so. Und dabei auch noch einen Angriff haben. Jetzt können wir hier einen Walljump machen. Okay. Und hier können wir anderen Zeugs machen. Was? Also hier müssen wir mal den Wall Jump in verschiedene Richtungen ausprobieren. Also können wir den Wall Jump auch variieren durch den Tastendruck auf andere Pfeiltasten. So, jetzt können wir hier durch. Ich würde gerne da rein. Dankeschön. Dann, was haben wir denn hier? Noch nicht etwa einen Shop. Oder? Was haben wir hier? Nein, wir haben hier wieder unser Home. Juhu, Home! Okay. Ja, hier sind wir wieder im Training. Ist auch egal. Ja, auf S springen, nicht auf O. Sehr gut. Ja, hier können wir uns wieder durchducken. Duck. Jump, jump, jump. Rennen, rennen, rennen. Rennen, 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 rennen und hoch und jetzt, ach verdammt. Ach, wir können an solchen, das habe ich vorhin gar nicht gelesen, man kann hier einfach hochrennen. So, ja! Also ist es auch noch so ein bisschen so eine Art Parcoursspiel, denke ich mal, ähnlich wie Mirror's Edge. Also gehen wir einfach zum Start. Yay, Start. Start ist immer gut. Hier wird es mal geladen. Und hier kann es dann auch schon losgehen. Ja, wir sollen uns beeilen, also beeilen wir uns. Ja, nein, FTW und so. Was ist das? Das ist doch nicht ein Sprungbrett. Und gelbe Dingsies. Na komm schon. Und Sprungkraft. So. Ach so, und dieses Trampolin triggert jetzt das Event, dass wir hier diese gelben Dingsies einsammeln können. Ich bin mal gespannt, was dabei herauskommt, wenn wir sie einsammeln. Yay, gar nichts. Ich bin beeindruckt. Naja. Gehen wir, oh, wir gehen jetzt erstmal hier drauf, weil mich das auch interessiert. Achso, da können wir einfach nur hochjumpen. Da ist, ja, großartig. Okay, weiter geht's. Ja, rennen. Wir können hier hoch rennen und da hoch rennen und überhaupt rennen. Hast du nicht gesehen. Wahrscheinlich ist das mal wieder Detailkramerei, aber warum ist es so, dass ja manche Leute nur aus Linien bestehen und andere quasi ein Innenleben haben, von der Farbe her. Das ist ein bisschen komisch. Zum Beispiel die zwei hier haben ja, sind ja einfach nur Striche. Und zum Beispiel die NPCs, die reden können, sind ja quasi ausgemalt, sage ich mal. Das wird bestimmt doch irgendeinen Grund haben. Aber mal gucken, wie wichtig es hier ist, wirklich alle Secrets und so weiter einzusammeln. Achso, hier müssen wir runter. Runter! Und wir können auf Öls leiden. Yeah. Und wir können bestimmt hier hochrennen. Komm schon, rennen! Dankeschön. So, weiter geht's. Wir machen hier Walljumps an, an Werbung. Yay. Walljumps an Werbung machen ist immer eine gute Sache. So, und Mann! Es geht auch hoch! Danke! That way! Aha.
Das ist auch ein Firmenname. That Way. Okay, weiter geht's. Wir können rennen und mehr rennen. Und hallo. Das ist ein Desaster. Oh mein Gott. Ja. Okay. Also ein paar Piraten machen hier ein bisschen Stress und das sollen wir natürlich verhindern. Also wir müssen hier durchrutschen. Yay. FTW. Ja, genau. Wir springen. Yay. Und dann sind wir auf einem Baugerüst, das einfach mal aus dem Nichts kommt. Juhu. Das macht doch Spaß. So. Wir haben hier eine gefährliche Spinne, die gefährlich ist. Und hier unten auch. Und da unten auch. Okay. Warum ist diese... tot. Yay. Ja, ja, komm, du bist voll der Typ und so. Und ja, und blau. Spring doch. Dankeschön. Juhu. Weiter geht's. Jo. Hallo, Spinne. Was geht ab? Okay, das war ein ziemlich stylischer Double Backflip, ich finde. Aber ich kenne natürlich mal wieder 10.000 Leute, die das auch genauso hätten machen können. Komm schon. Yes, ich bin drüben. Was voll nichts gebracht hat. Juhu. Sinnloses Zeug machen, FTW. Ich finde diesen Backflip einfach super. So. Gucken, ob ich das ganze Level einfach nur mit Backflips schaffe. Ach, schade. Jetzt müssen wir einen Walljump machen. Egal. So, da sind die... Halt mal kurz die Piraten sehen, die hier ein bisschen Stress machen. Und Backflip, und Backflip, und Double Walljump, und hast du nicht gesehen. So, wir wollen hier rein. Und wir können schwimmen. Okay, hier haben wir einen Piraten, der ein bisschen Stress macht. Ich denke mal, dass wir einfach um ihn rumkurven sollen. Und hier haben wir einen Stöpsel. Yay, Stöpsel rausziehen. Woo! Oh nein, ich werde mit eingesogen. Nein. Okay, sind wir jetzt in einem Pipe? Nee, wir sind irgendwo. Ja, wir sind wieder zurück. Woo! Und ja, toll. Was ist eigentlich, wenn wir jetzt versuchen, hier runter zu gehen? Komm, ich will hier runter. Ich will hier runter, ich will hier runter. Okay, wir sind hier unten. Und hier haben wir die Pirates. Yeah. Okay, aber sonst haben wir hier auch nicht viel mehr. Okay, dann können wir hier raus. Okay. Wir können hier drauf springen. Wir können hier drauf springen. Und wir werden hochkatapultiert. What the fuck? So, du bist voll der Überpirat und so. Und spring auf den Kopf und dann bist du mich tot. So. Ja, genau. Okay, er will flüchten. Nein. Und er mag kreisen. Wow. Das war fies. Ja, ja, komm, komm, komm. Was zur Hölle? Nein, sie klauen, ich glaube, unsere Schwester oder so. Egal, hinterher rennen. Nein. Hinterher. Okay. Mysterious Blätter. Ja, es ist tatsächlich unsere kleine Schwester. Also hinterher. Ja. Oh. Hinterher. Ach, ich merke auch gerade, dass wir eine Live-Bar haben. Ey, du Scheißmaus. Geh weg. So. Mach mir. Toll. Das wollte ich nicht. Egal. Wow. Mach mal so ein bisschen Speedrun hier bei den ersten Level, die wir haben ein bisschen schleppend waren. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht noch ein bisschen was einsammeln können. Oh. Ja, das hat sich auch wieder mit dem Speedrun. So, ich bin. Nein! Mann! Mit Joypad wäre das alles viel einfacher. Mann! So, wir springen hier hoch. Yay. Spaß. Nein, es macht schon Spaß. So, jetzt bitte auf dieses Trampolin. Dankeschön. Und jetzt weiter. Danke, Mann. Okay, weiter geht's. Wir springen auf Quadraten rum. Yay. Und ein Stern. Wow. Und wir rennen. Moment. Moment. Das möchte ich. Aua. Was war das denn?
Ach so, du scheiß Maus hier. Au, ey, hallo. Bam, so, weg bist du. Hallöchen. So, ist hier noch irgendwas? Nein, aua. Springen. Na, na. Was machst du denn auf einmal wieder hier? Mann. Scheiß Drecks ran. Egal. Okay, wir haben hier Frösche, blaue Frösche, rote Frösche, noch blauere Frösche und lila Quadrate und ausnahmsweise mal grüne Frösche und ich bin hier, glaube ich. Naja. Und, boah, jetzt hätten wir den Jump fast nicht geschafft. Und, okay, hier unten ist doch kein Abgrund, ich dachte schon. Aber wir können, na komm schon, wir können hier aufrennen, yay. Yeah. Und auf einen riesen Trampolin springen. Und hier ist ein Exit. Also gehen wir in den Exit. Und weiter geht's. Wuhu. Surft er, wenn... Moment. Das möchte ich jetzt wissen. Surft er, wenn wir auf Wasser? Ja, tatsächlich. Ist geil. Also die Sprungmechanik muss ich ja einfach mal loben. Also und generell die Steuerung ist sehr, sehr direkt. Und schön. Nur bei einigen Passagen ist es halt ein bisschen komisch. Weil das... Weil es dann ein bisschen mit Verzögerung reagiert. Weil irgendwie die Animation noch nicht ganz fertig ist oder so. Aber sonst alles sehr schön und direkt. Wir haben hier wieder eine Null zu stehen. Das heißt, wir haben hier... gelbe Dingsies. Ich glaube, ich nenne die einfach nur Dingsies. Weil das passt irgendwie auf die... Komm schon! Komm schon! Yes! Win! Und so. Warum kneift... Ach, ich frag gar nicht nach. Ich frag besser nicht nach. Wuhu! Wow, Faltenkick. Hat er voll weggekickt, die Burg. Oh yeah. So, wir rennen voll unlogisch hier irgendwelche Klippen hoch. Yay! Und weiter! Und weiter unlogisch. Oh ne. Komm schon, ich will nicht hochrennen. Ja, rennen! Ja, ich kann's schaffen! Wuhu! Geschafft. Ja. Ja, genau. Voll geschafft und so. Nicht. Jetzt kommt. Dankeschön. Und weiter geht's. Wieder mit guter Musik. Oh yeah. So, wir kommen weiter. Und mich interessieren die Texte irgendwie gerade nicht. Und wir sind hier im Cave. Ich werde mich hier nicht großartig auf Secret-Suche begeben, weil das ist im Grunde bei solchen Jump'n'Runs nicht so gerne machen. Könnt ihr ja ruhig machen. Ich möchte hier auch nicht direkt alles spoilern. So, wir schwimmen runter. Wir schwimmen nach rechts. Wir schwimmen hoch. Mann, glaubt es kaum. Es ist so furchtbar spektakulär. Und da ist eine Tür, was auch immer die in einer Höhle zu suchen hat. Aber egal. Also, render hoch, render hoch, render hoch. Oh yeah. Wir sind in einem Schiff. Was? Plan A, learn to jump. Status, fail. Plan B, stand on something tall. Status, fail. Plans, ja. Was? Ey, ich komme hier durch. Hallo. Ah, ich will hier durch. Ah, Moment. Das muss doch irgendwie klappen, wenn ich auf dieses Trampolin springe. Nee. Da muss es noch irgendwas anderes geben. Und zwar hier in diesem Levelbereich. Also suchen wir nach etwas hin. Nee. Ja, toll. Jetzt hätte ich vielleicht doch lesen sollen, was die gesagt haben. Also lesen wir nochmal, was die gesagt haben. Wobei, einfach nur, dass es hier ein Trampolin gibt, um wieder rauszukommen. So, mal exploren, Also wir sollen sie wohl einfach mit einer Waffe abschießen. Jetzt brauche ich nur noch eine Waffe. Okay, dann suchen wir jetzt eine Waffe. Ich denke mal, dass wir dafür hier raus müssen.
oder einfach hier runter.